Wir fahren mit den Autos aus Rocket League erst links und dann rechts, dann springen wir. Hui, die Gegner schreien pfui, ich find das aber toll, die Lobbys sind nicht voll. Wir spielen online krass, das macht uns allen Spaß. Yanghu! Zu einem neuen Video, Yanghurn natürlich. Zu einem neuen Video von Rocket League Online. Heute spielen wir 3 gegen 3 anscheinend. Ich habe echt 2 gegen 2 gemacht wollen, aber was auch immer, ist ja egal. Nachdem wir im letzten Part ultra schön verkackt haben, im 1 gegen 1, machen wir jetzt das hier. Und hoffen, dass wir nicht übelst verkacken. Mal schauen. Heute will ich über das Yanghurn-Album reden, 1-2-2-0. Die Box habe ich ja ein tolles Unboxing dazu gemacht. Also, wenn ihr es nicht gesehen habt, ist hier oben verlinkt. Da oben, da. Und ich möchte mal sagen, erstmal, wie ich die Box finde. Was mir fehlt, was ich cool finde. Und wir führen. Nein, nicht U. Und ich will eine Top-Liste machen. Also, ich sage von hinten nach vorne, also eine Top 14, hatte 14 Lieder. Welches ich am schlechtesten finde, bis zur 1 eben hoch. Welches ich am besten finde, welches Lied. Und ja, ich habe das Video erst jetzt gemacht. Erstmal im Urlaub und zweitens, weil ich erstmal das Album ein paar Mal hören wollte, bevor ich wirklich eine Meinung habe. Und ja, deswegen fange ich einfach mal an. Die Box ist an sich ganz geil, was da alles drin ist. Also dieses Buch, was da drin ist. Erstmal diese geile Tüte. Es gibt ja einmal die Version und einmal die mit, also die Aldi-Tüten-Version hier und einmal mit einem Herz vorne drauf. Ich finde die Aldi-Tüten-Version sehr, sehr geil. Die andere war aber auch nicht schlecht. Also ich bin da ziemlich, finde jetzt nicht beide geil eigentlich. Beide finde ich ziemlich cool. Schade, dass man nicht beide haben kann. Aber man wusste halt im Vorhinein, wusste ich gar nichts. Ich weiß nicht, ob auf Instagram irgendwas gemacht wurde vorher schon, ob es angekündigt wurde. Ich wusste nichts. Aber ich fand es auch gar nicht schlecht, dass ich nichts wusste. War für mich der Überraschungseffekt eben umso größer. Mit den Vinyls fange ich nicht viel an, weil ich keinen Player habe, also keinen Schallplattenspieler. Aber das ist eigentlich egal. Weil allein, fürs Feeling ist es schon ziemlich cool, finde ich. Also ich mag sowas einfach. Ich finde, Vinyls haben, also so Schallplatten haben einfach so einen Retro-Stil. Ich feiere das irgendwie, keine Ahnung. Ich mach das. Und ja, das ist dabei. Dann eine CD ist dabei. Shit, der kam ziemlich schnell. Na egal. Ja, die CD ist dabei. Und was noch dabei, genau, ich wusste gar nicht, dass die Love Hotel EP auch dabei ist, eben als Schallplatte und eben das Album als Schallplatte. Dann auf der SD-Karte ist auch das Album drauf, was auch eine schöne Sache ist. Und ja, was ich sehr schade finde, ist, dass es keine Instrumental-CD gibt. War aber bei Eros von drin genauso. Ich finde es schade. Ich finde, zu den heutigen Alben gehört es dazu, dass das Instrumental einfach dabei ist. Ich bin ein Fan von Instrumentals. Dass man einfach... Was machen die denn, die Leute? Dass man einfach auch mal ohne den Klang, also ohne die schöne Stimme, sag ich mal, den Beat genießen kann. Ich meine, mit Gesang ist es natürlich besser, aber ich bin auch ein Fan von Instrumental. Zum Beispiel, wenn ich irgendwie was lerne oder was ich immer was anderes mache, wo ich mich gerade konzentrieren muss oder so. Ich höre so gerne einfach irgendwelche Beats. Das ist unglaublich cool. Ach, kommt schon, Leute! Was geht denn jetzt ab hier? Dieses Spiel war so scheiße. Ja gut, ich würde sagen, wir hauen mal weiter zur Top-Liste. Es gibt 14 Lieder, das heißt, es gibt 14 Plätze, würde ich sagen. Letzten Platz, also hier, als bevor ich jetzt mal mit dem 14. Platz anfange, ich muss sagen, es gibt kein Lied, das ich abgrundtief scheiße finde. Also von den 14 Liedern sage ich zu allen, sind in Ordnung, ich höre sie mir an. Auf manche habe ich vielleicht manchmal nicht so viel Bock, die weit unten sind. Die skippe ich dann wahrscheinlich öfter oder häufiger, aber es ist nicht so, dass ich jetzt alle, also dass ich jetzt irgendein Lied abgrundtief hasse. Also das ist da eben nicht so. Bei 1-2-2-0. Ich fange mal mit dem Platz 14 an und das ist die Lux Anthem. Warum ich das Lied nicht so gut finde, ist einfach, ja, weil es mehr oder weniger, es ist nicht schlecht, aber es ist halt einfach am unkreativsten, finde ich fast. Und deswegen habe ich es auf Platz 14 gepackt. Auf Platz 13 ist Leg dich hin, ein schönes Liebeslied, sag ich mal. Ja, es ist mir ein bisschen zu ruhig, aber es hat trotzdem die Berechtigung dabei zu sein. Und ist in Ordnung, aber jetzt, wie gesagt, nicht unter den Top 10. Das ist Platz 13. Platz 12 ist Fühlen, finde ich ein bisschen besser. Ich finde, Fühlen hätte mehr Potenzial gehabt, aber es wurde ein bisschen zu wenig ausgeschöpftes Potenzial. Also man hätte ein bisschen mehr draus machen können, finde ich. Ein bisschen schade, dass es so ist, wie es jetzt ist, aber okay. Es ist so, wie es ist, auch in Ordnung.
Dann auf Platz Nummer 11 habe ich Sie hassen mich. Habe ich, war ja vor dem Release schon bekanntes Lied, war auf Spotify schon, glaube ich. Ist ganz nett, aber mehr auch nicht. Es ist aber jetzt, langsam geht es in die Richtung, wo ich sage, die Lieder skippe ich nicht mehr, so ungefähr. Platz 10 ist Du lügst mit Johnny 5, ist ja auch, Lachs Anthem ist, glaube ich, auch mit Johnny 5. Ist okay, ist einfach, ist halt vom Flow ein bisschen besser, sag ich mal, als Lieder auf den unteren Plätzen, würde ich mal sagen. Und jetzt diesen hier und der ist drinnen. Okay, nicht drin, hält ihn, scheiße. Aber Du lügst ist eigentlich ein, oh, was machst du, Typ, bist du blöd? Du lügst ist eigentlich ein Song, der, wo sich Johnny 5 und Yahoon recht gut abwechseln, also recht gut ergänzen, würde ich sagen. Finde ich gut. Platz Nummer 9. Hellwach. War ich am Anfang überhaupt kein Fan davon, als es rauskam als Video. Dachte mir so, ah, das ist das schwächste Single-Auskopplung und finde ich auch, dass es so ist. Einer der schwächsten Single-Auskopplungen auf jeden Fall. Wow, 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 wow. Okay, schade. Niederlage, aber hätte ja was werden können. Egal. Und Hellwach finde ich. Fand ich am Anfang echt schlecht, aber ich finde ja Hohenlieder, wenn es einem nicht taugen und man sie öfter hört, oder wenn sie langweilig sind, man hört sie öfter, dann werden sie irgendwann mal krasser, finde ich, ist bei mir wenigstens so. Wieso spiele ich nur gegen Goldene? Was ist das? Ich habe nicht mal einen Rang. Und so finde ich das eigentlich auch ein gelungenes Lied. Platz 8, das werdet ihr wahrscheinlich eher am ehesten kennen, auch wenn ihr Yang Hoon vielleicht nicht so verfolgt, das ist das Lied Okay Cool. Das war ja die erste Single vom Album, beziehungsweise die erste Single, und man wusste noch nicht, dass es ein Album gab, das wusste man erst bei Gegut, dass es ein Album gibt. Und Okay Cool fand ich früher besser, sag ich mal, aber wahrscheinlich durch den ganzen Hype, den es dann gab, dass es dann wie jeder gefeiert hat und dass es echt bessere Lieder auf dem Album gibt, obwohl Okay Cool echt cool ist. Okay Cool eben. Und ja, Platz 8 für Okay Cool, würde ich sagen. Dann auf Platz 7 ist, was ist denn da? Nee, MHM, also, eben. Das Lied, es ist ziemlich fett, muss ich sagen. Also, das haut schon richtig rein. Und ich dachte erst, es ist sicher der fetteste Track vom Album, aber dem ist gar nicht so. Ich finde nämlich, Yang Huren, warum bist du so? Also, Y. Huren, warum bist du so, heißt das Lied. Finde ich ziemlich, um einiges krasser, muss ich sagen. Also, in dem Lied, Yang Huren, warum bist du so? Da hat er einige Lines aus eben einem anderen Song rausgenommen. Finde ich jetzt aber nicht so schlimm und auch nicht verwerflich, also voll in Ordnung. Ist ganz lustig, finde ich, das Lied. Und es haut auf jeden Fall rein. Dann auf Platz 5, Was sie will, das kam ja vor kurzem als Single raus. Beziehungsweise eben als Musikvideo auch. What? Take a ball. Och, komm schon, Firefly Jake, nee, das ist ein bisschen Mangel. Ja, Was sie will, sehr, sehr gechillt. War ich mir auch unsicher, ob ich es nicht höher in die Liste hauen möchte, weil es echt ein geiles Lied ist. Aber nee, ich bin mir sicher, dass es hier schon für meine Meinung gut passt auf dem Platz. Oh shit, das kann nicht wahr sein. Sehr schön, eine gute Parade. Muss er mal hier Props geben auf jeden Fall. Oh Gott, bin ich gerade unglaublich scheiße. Tut mir leid für mein Gameplay. Ich werde jetzt wahrscheinlich nie wieder Rocket League spielen können, so wie ich mich hier anstelle. Aber okay, wahrscheinlich streame ich es dann mal wieder, weil ich unglaublich schlecht bin. Und die Videos für immer online bleiben. Oh je. Aber ich rede über Themen, deswegen ist es gar nicht so wichtig, das Gameplay, hoffe ich mal. So, Was sie will, ein sehr entspanntes und chilliges Lied. I like it. Dann der nächste Platz, ist Platz 4, Sie schauen. Alle hassen uns, aber sie schauen, singt er. Ein Lied, das beim ersten Anhören vielleicht ein bisschen langweilig erscheint. Ich aber eigentlich recht schnell mein Herz geschlossen habe. Also ich finde es schon schnell eines der besten Lieder. Also ich finde es schnell eines der besten Lieder geworden. Und jetzt ein, oh, fast. Ich fand, dass es schnell einer der besten Lieder geworden ist. Einer meiner Lieblingslieder vom Album. Es ist zwar sehr kurz, aber wie gesagt, mir taucht's. Großartig analysieren brauche ich die Lieder, glaube ich, nicht. Man sollte es fühlen können. Wenn man die Musik nicht fühlt, dann wird es einem nicht gefallen, gehe ich mal sehr davon aus. Weil Geschmack ist bei jedem anders. Oh, das ist gefährlich, was du hier tust. Und ja, Geschmack ist echt bei jedem anders. Sollte man auf jeden Fall schauen, dass. Sollte man auf jeden Fall schauen. Yes! Dass man das einfach mal anhört und sie dann sagt, ja, mir gefällt es nicht. Das sollte man sich immer mal geben. Wenn man ja, Hohn es erstmal hört und man sich dann denkt, ja, das taugt mir nicht, dann. Ja, dann sollte man es wahrscheinlich lassen. Wenn man es nicht wie lustig findet oder so. Weil mein erstes Lied war Bianco, was ich gehört habe, mit Rin zusammen. Und ja,
wenn man das nicht gleich feiert, dann, also wenn man gleich nicht das erste Lied schon irgendwie, wenn man es erst nicht schon scheiße findet, dann sollte man, glaube ich, nicht weiterhören und dann macht es auch keinen Sinn. Man soll es einfach ein bisschen fühlen, man sollte schon irgendwie was mit der Musik verbinden, sag ich mal, und nicht einfach sagen, ja, ich höre es jetzt, weil ich cool bin, so. Ich finde eben, man sollte Musik nicht hören, weil es andere hören, sondern weil man es selber eben feiert und so ist es bei mir auch. Gut, gut. Dann hör auf mich zu rammen, Dude. Ach, er sagt sogar sorry. Okay, dann ist okay. Oh, das tut mir jetzt aber leid, dass ich den nicht getroffen habe. So, der kommt jetzt hier und jetzt kann man hier diesen hier machen. Eine schöne Sache auf jeden Fall. So, wir sind jetzt auf Platz 3. Wir haben noch 3 Lieder. Platz 3 ist Bist du alleine? Ein Lied, das wahrscheinlich auch höher hätte sein können, aber aufgrund meiner privaten Situation nicht höher sein konnte. Und, oh Gott, ich dachte, du hast den Ball. Und dadurch ging es eben nicht, dass ich es höher ranken konnte. Es geht daneben. Ja, Bist du alleine? Ein sehr deeper Track, finde ich. Aber nicht der deepeste und auch nicht Platz, auch nicht unter den Top, also nicht in den Top 2, sondern eben Top 3. Bist du alleine? Was auch cool ist bei dem Lied, das heißt, bist du alleine? Also ist eine Frage, aber der Titel endet mit einem Punkt. Also das heißt so ungefähr, dass Yang Hoon schon weiß, dass sie alleine ist oder dass du alleine bist, aber es als Frage formuliert, aber trotzdem Punkt hinten macht. Also so eine Art rhetorische Frage, was nicht cool ist, muss ich sagen. Ja. Finde ich eine geile Sache. Auch bei Sie hassen mich. Das ist einfach so, dass es Fakt ist. So, Sie hassen mich, Punkt. Das Lied, was ich auf Platz 11 gerankt habe. Finde ich auch gute Sache, dass er eben auch mit so simplen Sachen wie zum Beispiel einfach so Satzzeichen arbeitet. Das taugt mir. Und bist du alleine eben auf Platz 3. Finde es auch echt schön, die Melodien und mir taugt's. Platz 2. Wenn ihr Platz 2 wisst, wisst ihr, was Platz 1 ist. Wahrscheinlich hätte ich es nicht erwartet, was Platz 1 ist, weil es wahrscheinlich nicht so bekannt ist, das Lied. Also Platz 2 ist gut. Ich liebe das Lied, es ist so schön. Ich finde es echt einer meiner absoluten Lieblingslieder momentan. Nur nicht auf Platz 1, weil ich da noch ein anderes Lied habe. Aber ich möchte noch über Platz 2 reden. Also gut habe ich einfach so ins Herz geschlossen, weil es einfach, keine Ahnung, ich finde einfach, dass es so eine zige Melodie hat und diesen Flow, diesen Beat von Stickles, der ist einfach so cool und ich weiß nicht, ob ihr das damals gesehen habt. Ich habe damals als es rauskam, ziemlich das Lied gut, habe ich auf Twitter einen Tweet eben gemacht, wo ich beim Spiel Animal Crossing Pocket Camp, da haben die so getanzt eben und dann habe ich die Yang Hoon Musik runtergelegt, was ziemlich lustig war und ich finde es so geiles Video. Ich kann es verlinken, wenn ich es finde. Und ja, das Video auf Platz 2 hauen. Sehr schön von der Melodie hier, mir taucht sehr. Und auf Platz 1 würde ich einfach mal das Lied Iceblock hauen. Warum das Lied Iceblock? Einfach aus dem Grund, weil es irgendwie mit meiner privaten Situation zusammenhängt. Nicht so, wie es im Lied gesungen wird, aber ähnlich. Und es war sehr deep. Das Lied ist sehr deep. Und es hat mir sehr durch die Zeit geholfen, die für mich schwer war. Und deswegen denke ich einfach, dass Iceblock für mich meine verdiente Nummer 1 ist. Was ist eure Top 14? Könnt ihr in die Kommentare schreiben. Und was sagt ihr zu mir auf dem Album? Gefällt es euch nicht? Was gefällt euch nicht? Und wie euch der Part gefallen, stimmt auch gerne in da oben ab hier. Ob ihr sagt, hey, es ist scheißegal, wie du spielst, Hauptsache du redest ein bisschen, oder ob du sagst, hey, wenn du wirklich redest, dann mach nicht in Rocket League, weil du scheiße spielst. Und ich sage, danke fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Zickerfreak. Haut rein, tschüss. Warte, ich mache jetzt was ganz Tolles. Tschüss. Diamant weiß, kalt so wie Eis, aber Baby, du weißt, du bist meine Nummer 1.